Willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei einem der Aktionär TV Experteninterview. Die Banken- und Finanzbranche steht im Fokus und an meiner Seite steht Fabian Strebin. Hi. Hi Marco. Wir starten mit BlackRock in die Sendung. Mitte Januar, kurz davor, wurden ja diverse Bitcoin-ETFs endlich, man hat lange darauf gewartet, zugelassen. Unter anderem eben einer von BlackRock und offenbar erfreut sich dieser und auch die anderen recht großer Beliebtheit, oder? Ja, tatsächlich. Der Markt ist, wie gesagt, noch sehr jung, knapp 6-7 Wochen alt. Wie du schon gesagt hast, gibt es mehrere ETFs auf den Bitcoin von verschiedenen Anbietern. Von BlackRock gibt es bisher einen und das ist mit Abstand der erfolgreichste. Man hat jetzt über 6,5 Milliarden Dollar da schon einsammeln können in diesem Zeitraum. Ich glaube, ab dem 11. Januar ging es los. Und allein am Dienstag sind eine halbe Milliarde Dollar knapp zugeflossen. Also da sieht man schon, dass auch der Hype um den Bitcoin, der nähert sich ja doch wieder dem Rekordniveau an. Und hier diese Zuflüsse bei den ETFs auf den Bitcoin sich gegenseitig verstärken. Und BlackRock profitiert davon eben wie sonst kein anderer Anbieter. Man ist ja weltweit der größte Vermögensverwalter und in den USA und auch eben Europa Marktführer bei ETFs mit großem Abstand. Und das könnte jetzt generell für dieses ETF-Geschäft, was bei BlackRock ja auch einen großen Teil des Gesamtumsatzes ausmacht, im laufenden Jahr Rückenwind geben. Generell denke ich, dass nach einem schwierigen Jahr 2022 wegen der Zinswende und der Unsicherheit mit dem Ukraine-Krieg und dann verhaltenen Geschäften, besseren Geschäften, aber doch etwas noch gedrückt verhalten im vergangenen Jahr, dieses Jahr, es dort deutlich besser laufen könnte, weil natürlich viele Anleger alleine auch durch die Hoss an den Börsen angezogen werden in den USA, Europa, auch beim DAX und dann auch mal in ein ETF investieren auf den Index oder auch themenbezogen, wie auch immer. Und im zweiten Halbjahr, so ist ja immer noch die Erwartung, auch wenn sich das jetzt etwas eben nach hinten verschoben hat, könnte eine Zinswende ja dann eben bevorstehen in den USA und auch in Europa. Ich muss mal schauen, ob ich es hinbekomme. Wir haben hier den Abwärtstrend. Ja, knapp von 2021, der wurde jetzt hier bei 800 Dollar und 3 knapp überschritten. Mhm. Das ist ein positives Signal, also ein Kaufsignal. Und wir sehen hier, dass auch die 50-Tage-Linie bei knapp unter 800 Dollar eben überschritten wurde. Nein, angetestet wurde, ja, gehalten hat. Und die Aktie dreht jetzt eben hier nach oben. Und ja, wie gesagt, der größte Vermögensverwalter der Welt ist BlackRock. Man hat jetzt wieder 10 Billionen Dollar Vermögen Ende letzten Jahres erreicht. Und das mit den Bitcoin-ETFs gibt hier jetzt doch mal deutlich Rückenwind. Für uns ist die Aktie nach wie vor ein Kauf. Wir sehen hier, sie konnte letztes Jahr deutlich Boden gut machen. Und jetzt auch mit diesem Kaufsignal kann man eben hier noch einsteigen, wenn man noch nicht investiert ist. Läuft also alles rund, fundamental gut aufgestellt. BlackRock ist mit guten Nachrichten-News in die Sendung gestartet. Jetzt wird es wahrscheinlich eher weniger gut. Wir haben ja schon vor 2 Wochen über die US-Büro-Immobilienkrise gesprochen. Deutsche Pfandbriefbank dort involviert. Dementsprechend ist ja dann der Kurs auch unter Druck geraten. Jetzt hat sich zuletzt ein bisschen, gefühlt zumindest, stabilisiert. Nächste Woche gibt es jetzt aber auch Zahlen von der Pfandbriefbank. Was gibt es zu erwarten? Ja, Eckwerte wurden ja schon bekannt gegeben vor ein paar Wochen. Also man hat gesagt, dass man die untere Grenze der eigenen Guidance bei 90 Millionen Euro für 2023 beim Vorsteuergewinn erreicht hat. Die Guidance lag bei 90 bis 110 Millionen Euro und das ist ja schon positiv. Aber wir wissen jetzt natürlich nicht genau, was noch nachkommt. Vor allem, was die Rückstellungen angeht, da könnten im ersten Quartal ja jetzt weitere notwendig werden und davon gehe ich auch aus, weil eben die Arealbank, die größte Konkurrentin eigentlich der Pfandbriefbank in Deutschland, die nicht mehr börsennotiert ist, seit November gestern Zahlen veröffentlicht hat und die haben es eben in sich. Die Arealbank hatte letztes Jahr im November noch gesagt, man würde die Guidance von 240 bis 280 Millionen Euro beim Vorsteuergewinn einhalten können. Jetzt sind es nur noch knapp 150 Millionen Euro, knapp 4 Monate später gewesen. Grund sind auch sehr hohe Rückstellungen eben für den US-Gewerbeimmobilienmarkt. Man ist noch stärker als die Pfandbriefbank hier engagiert, auch bei Büroimmobilien, darum geht es ja vor allem. Aber man ist eben nicht mehr an der Börse, man bekommt den Druck nicht mehr so mit. Und die Arealbank sagt jetzt, man möchte eine halbe Milliarde an Problemkrediten auch noch im ersten Quartal
verkaufen. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt das für die Pfandbriefbank? Ich gehe davon aus, dass man nächste Woche am Donnerstag, am 7. März mit den Zahlen mehr zu möglichen Rückstellungen, die man vielleicht gebildet hat, bilden muss, bekannt geben wird, ob es eine Prognose für das Gesamtjahr gibt oder ob man sich dazu unsicher fühlt. Vom Management her ist auch so eine Frage. Positiv wäre, das ist aber natürlich ein sehr hypothetisches Szenario, bei den Eckwerten wurde ja schon gesagt, man hat noch reichlich Liquidität, also fast doppelt, mehr als doppelt so viel wie gefordert vom Regulator. Man könnte Nachranganleihen, die zuletzt stark im Kurs abgestürzt sind, zurückkaufen. Da könnte man sich hohe Zinszahlungen sparen und ein Zeichen der Stärke senden. Das haben andere Banken in der Vergangenheit auch gemacht, immer mal wieder. Aber die Frage ist natürlich, ob die Aufsicht das zulässt und ob das wirklich jetzt noch möglich ist. Aber damit könnte man zum Beispiel einen Short Squeeze auslösen, weil wir wissen ja, dass sehr viele Leerverkäufer hier zuletzt auf fallende Kurse gesetzt hatten. Und deswegen raten wir auf jeden Fall bis zu den Zahlen hier nicht zuzugreifen. Es kann natürlich eine positive Überraschung geben. Der ganze Sektor bleibt aber fragil. Das wird sich jetzt nicht in wenigen Wochen hier auflösen und deswegen aktuell natürlich hier eher Finger weg. Also spannende Geschichte, aber wie du sagst, muss man momentan nicht zugreifen. Ihr werdet das sicherlich auf der Aktionär.de weiter verfolgen. Wir schauen auf American Express, US-Kreditkartenanbieter, und wechseln jetzt wieder zu den guten Nachrichten, wie man wahrscheinlich auch unschwer im Chart sieht. Das ist ein Allzeithoch, das hier erklommen wurde, richtig? Ja, tatsächlich. Wir sehen es hier, ein schöner Aufwärtstrend. Und in den letzten paar Tagen hat die Aktie eben ein Rekordhoch nach dem nächsten geliefert. Startschuss dafür, für die weitere Rallye, nachdem es hier einen Rücksetzer gab. Waren eben Ende Januar die Zahlen für vergangenes Jahr. Da hat man die Prognosen in Summe erfüllt, aber für das laufende Jahr hat man jetzt vom Vorstand eben eine Guidance vorgelegt mit 9-11% Erlöswachstum und auch einer Spanne beim Gewinn je Aktie, die deutlich höher liegt. Also das untere Ende liegt sogar eben über dem, was die Analysten erwartet hatten. Und das hat nochmal hier für weiteren Rückenwind gesorgt. Und es zeigt sich eben auch bei American Express, dass man wahrscheinlich irgendwo besser aufgestellt ist als Visa und Mastercard in der aktuellen Situation, wo ja auch bei den Kreditkarten die Ausfälle steigen. Bei American Express jetzt noch nicht auf das Niveau von vor Corona, aber eine Normalisierung irgendwo. Und American Express hat eben im Vergleich zu den meisten Konkurrenten vermögendere Kunden, wo es eben dann auch seltener zu Zahlungsausfällen bei Kreditkartenrechnungen kommt. Und man hat eben da auch weniger Ausfälle in der Vergangenheit eben gehabt. Das ist jetzt ein guter Indikator im aktuellen Umfeld, denke ich. Und die Bewertung ist mit einem KGV von 17 auch nur im Schnitt der vergangenen 10 Jahre für die Aktie selber, trotz Rekordhochs eben. Und Visa und Mastercard sind mit einem KGV von jeweils rund 30 eben deutlich teurer. Das ist jetzt eine laufende Empfehlung von uns, wo man aber eben aufgrund des Rekordhochs, was charttechnisch ja heißt, der Weg ist jetzt hier frei, neu einsteigen kann auch. Und der Stopp hier liegt bei 160 Euro. Wir müssen jetzt aber nochmal auf die US-Immobilienkrise, Gewerbeimmobilienkrise zurückkommen, wenn wir auf die Western Alliance blicken. US-Regionalbank, die ja da auch verwoben ist. Wie sehr belastet das die Western Alliance? Ja, sie ist in den Fokus geraten letztes Jahr im März, als es die Krise auf dem US-Regionalbankensektor gab. Man hat es dann geschafft, das Eigenkapital und die Liquidität schnell hochzufahren, die Bilanz quasi zu säubern. Aber man hat 5% aller Kredite letztlich im US-Büroimmobilienmarkt investiert. Und das ist auch im Vergleich zu anderen Regionalbanken, die ja da stärker engagiert sind als die großen Banken in den USA, schon sehr viel. Man hat zwar eben eine positive Kredithistorie, sage ich mal, seit der Finanzkrise. Also da gab es relativ wenig Ausfälle im Vergleich zu den Peers. Deswegen hat man auch aber immer weniger zurückgestellt für mögliche Ausfälle. Das ist auch jetzt der Fall. Und wir würden jetzt aktuell dazu raten, hier die Reißleine zu ziehen. Unser Stopp liegt bei 50 Euro. Die Aktie war zuletzt hier bei 2 bis 53 Euro, also liegt eh kurz darüber. Und wir sind letztes Jahr im Mai eingestiegen. Mit Dividende konnten wir fast 70% Performance jetzt hier mitnehmen. Das ist, denke ich, ein sehr guter Schnitt in nicht mal einem Jahr. Aber da es eben eine Regionalbank ist, die hier überproportional in dem Sektor, wo es jetzt gerade gerieselt, engagiert ist, würden wir jetzt eben empfehlen, die Reißleine zu ziehen.
Dann schauen wir zu guter Letzt noch auf JP Morgan. Die wiederum sind davon gar nicht betroffen, oder? Von der Krise oder fast gar nicht. Zumindest haben sie sich zuletzt auch sehr entspannt geäußert und die Aktie ist ja auch auf den Rekord hochgestiegen. Ja, bei der Aktie tatsächlich sieht man nichts. Im Gegenteil, wie du schon sagst, auch hier ein Rekordhoch bei 186 Dollar. Die Bank ist insofern schon betroffen, als man da natürlich auch engagiert ist. Aber wir haben jetzt gerade gesagt, 5% bei der Western Alliance von allen Krediten sind bei US-Büroimmobilien in diesem Segment vergeben worden. Bei JP Morgan sind es nur 1,3%. Das ist auch weniger als jetzt bei den anderen Großbanken, die Bank of America, zum Beispiel 1,7%, Wells Fargo schon deutlich mehr mit 3,4%. Zuletzt gab es eben auch, wie du schon gesagt hast, Aussagen von CEO Jamie Dimon, der gemeint hat, also wenn es jetzt keine Rezession gibt in den USA, keinen großen Abschwung, dann glaubt er schon, dass die meisten Immobilienbesitzer und Eigentümer ihren Schulddienst, also ihre Zinszahlungen weiter leisten können und die Ausfälle irgendwo im Rahmen bleiben. Und bei JP Morgan selber, man bietet ja auch noch umfassendes Investmentbanking an. Da ist jetzt auch so die Hoffnung, was man aus Aussagen und Zahlen ablesen kann, dass im ersten Quartal das Handelsgeschäft in der Investmentbank besser gelaufen ist als erwartet. Und auch die Nettozinserträge, die könnten sich jetzt besser halten als prognostiziert. Da wird etwas mit einem Rückgang ausgegangen von Analystenseite, weil ja die Zinswende im zweiten Quartal eingepreist ist. Aber wenn hier beispielsweise jetzt bei Kreditkartenumsätzen mehr bei rumkommt, weil die Wirtschaft ja doch besser läuft bisher noch als gedacht und die Amerikaner mehr konsumieren, dann könnte sich das irgendwo wieder auffangen. Also gerade auch jetzt mit dem Rekordhoch hier auch wiederum aus charttechnischer Sicht und fundamental ist die Aktie mit einem KGV von 11 auch noch moderat bewertet, kann man hier, wenn man mutig ist, auch noch zugreifen und alle anderen bleiben dabei. Der Stopp verbleibt bei 125 Euro. Das war's für heute. Vielen Dank, Fabian, für deine Einschätzungen. Wir sehen uns gerne beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut.